herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, wir müssen jetzt erstmal unsere ganzen geklauten Ernten noch versorgen. Meinen wir noch nicht abgeben oder abbrechen? Nee, ich auch noch nicht. Ich fahre jetzt erstmal zum Silo. Da kannst du ja vielleicht mal kurz warten. Dann machen wir noch ein Gruppenfoto. Kann ich das? Ich würde es dir zutrauen, ja. Wirklich? Ja, eigentlich schon. Unseren Drescher habe ich schon mal angesetzt, dass der den Raps erntet. In der letzten Folge haben wir ja mega den Deal gemacht mit dem Dieselverkauf. Alter Mann, durch den Kackleck bin ich durch unser Feld gefahren, ein Stück. Was kann man den überhaupt machen lassen, ey? Was? Frag Telekom! Woher sollen die wissen, was du kannst? Die geben das Internet raus. Ach so, anscheinend nicht bei dir. Ja, haha. So. Oh, 20 Uhr schon. Dann können wir gleich mal pennen gehen. Ups, das war. Können Sie gerade mal nebendran fahren? Andere Seite. Einmal außenrum. Ja, dass wir hier im Hintergrund das Ding Silo haben. Aufputzen. Kannst du dich noch nicht mal muten? Kannst du wohl nicht. So? Ich hol dich gleich aus dem Drescher, aber dann setzt's was, ey. Spacken. Schwachmat. Dreh um, Mann! Hm? Ja, sag es doch einfach! Was willst du denn sehen? Zwei rote Anhänger? Mach mal deine Augen zu, dann siehst du, was du hast. Ach, diese scheiß Vorwärts-Rückwärts-Schaltung, ey. Das ist Wendeschaltung am Kopf hoch. Mach mal rundum leicht an. Geh mal ein Stück noch zurück. Ah ne, so passt. Man muss immer gucken, dass man die Rundumleuchte mit drauf hat, weil das kriegt man nicht immer drauf. Die sind nicht immer drauf kriegbar, meinst du? Vom Screenshot her, nee. Nicht, weil manchmal sind sie ja aus. Dann machst du gerade ein Foto, wenn sie aus sind. Das ist bei mir schon ein paar Mal passiert. So, dann machen wir die Ernte hier rein. Ich muss nochmal drehen wegen dem Inter. Müsste es eigentlich ja, auch halt drauf kommen. Mann, da macht diese Kackwindeschaltung aus. Das ist. Fährt er einfach auf die Mauer. Auf die Mauer, auf der Lauer saß eine kleine Wanze. Sieh dir mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Nein, Spaß. So, ich habe mein Hafer weg, du machst dein Mais weg. Wie viel war das eigentlich? 30.000, gell? 31, fast 32. Oh, haben wir gut geklaut. Warum fahre ich denn eigentlich hier rüber? Den brauchen wir wahrscheinlich drüben morgen. Nee, ich fahr mal zum Drescher. Wir bräuchten eigentlich nochmal einen größeren Anhänger. Oder wir holen uns nochmal so einen HDK oder so. Ist er abgebrochen?
Du kannst ihn abbrechen, oder soll ich, darf ich das machen? Brech mal alle drei ab. Wir haben ja alles runter und die Fahrzeuge sind ja leer. Abbrechen mal beide. Also 7, 1 und 15 abbrechen. Ja, alle drei. Alle drei zusammen. Und dann sollten wir uns eben überlegen, ob wir morgen, also nächster Ingame-Tag, ob wir uns da noch so ein HDK holen. Oh, scheiße, hey. Lohndienstleistung auf Feld 15, 1 und 7 fehlgeschlagen. Nein. So, Ergebnis sehen wir erst in der nächsten Folge. Aber bist du durch Feld gefahren? Was bin ich? Ja, guck doch. Wo denn? Guck doch, das ist so Punkte. Hä? Wo bist du denn? Auf welchem Mond? Hallo? Ich flieg gleich. Ich flieg gleich. Ich flieg bestimmt gleich. Ich wette auf 1000%. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Kacke, sonst hätte ich jetzt Schimpfwörter gesagt. Hafer ist bei 1-1. Ja, ich wusste es. Danke, Telekom. Oh, kann ich B-Daten so verlassen. So, worauf ich raus wollte ist... Warum hörst du mich? Jetzt sei doch mal ruhig, ich habe hier was zu sagen. Nee. So, Leute, die nächsten 5 Tage, das heißt von morgen bis Sonntag, 18. August, wird es keine Folgen Hof Bergmann geben. Allerdings, hoffentlich, ist jetzt noch nicht aufgenommen, aber es soll aufgenommen werden. Das RP-Projekt wird weiterlaufen, durchgehend 16 Uhr. Die nächste Folge Hof Bergmann wird es dann am 19. um 19 Uhr geben. So viel dazu. Ist leider schon ein bisschen in der Mitte der Folge. Ich hoffe mal, dass die anderen das vielleicht auch irgendwie mitkriegen. Ja. Schauen wir mal. So, jetzt darfst du wieder. Nee, jetzt ist der Schimpfwort-Moment vorbei, schon längst. Nee, jetzt darfst du wieder dazukommen. Hm? Haben noch 10 Minuten. Nee. Doch. Ich hab keinen Bock auf diese Telekom. Was heißt, du lässt mich jetzt alleine, oder was? Ja. Okay, dann kaufe ich noch ein paar Sachen. Dann könnt ihr da aufnehmen. Ach, warum fährt er hier immer so doof? Kommst du jetzt nochmal oder nicht? Ich möchte nur wissen, nee. Dass ich... Okay. Dann halt nicht. Aufträge hast du aber abgebrochen gehabt, gell? Ja. Okay. Na, vielleicht leistest es mir dann wenigstens sprachlich noch ein bisschen. Oh, das war falsch. Ja. Wenn mein Internet das packt, dann ja. Das probiert aber mir irgendwelche Online-Radios. Bis du dann wieder da bist, wo es eigentlich deine Musik war. So, jetzt ist wieder richtig. So, ich bin am überlegen. Also ich denke, wir kaufen uns nochmal so ein HDK. Weißt du, welchen ich meine? Der mit Dings da. Drehschemel. 25.000 kostet der. HKD heißt der eigentlich. Nicht HDK. Den kaufen wir uns noch, weil dann haben wir noch mal da 40.000 Liter Ladevolumen. Insgesamt mit den beiden zusammen, mit den beiden Akkulinern. Ansonsten könnten wir uns theoretisch auch einen Joskin holen. Ist auch ein cooles Teil. Der hat aber nur 31.000. Ja, der große Joskin. Es gibt keinen großen Joskin. Klar gibt es einen großen Joskin. Der hat 47.000. Hä? Wie? Was ist das denn für einer? Wie heißt der? Dacker. Dacker. Dracker.
Joskin Dracker 8600. Es gibt auch den Acroliner TAW 30 mit 45, der hat 47. Kostet 3000 mehr, der Joskin. Hat aber 2000 mehr Ladevolumen. Also ich bin der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Anhänger. Wo ist ein Anhänger, stimme ich zu, aber Joskin würde ich sagen. Na, soll man dann den TDK verkaufen oder TKD? Würde ich nicht. Nicht. Also zusätzlich noch einen großen Anhänger kaufen. Wäre deine Intention. Ich würde den Krampe verkaufen. Dann. Das würde ich nicht machen. Für den großen. Den würde ich auch behalten. Weil der ist halt schon nice mit seinen 40.000 Litern. Ja, dann verkauf ich den. Du bräuchtest eigentlich mal einen größeren Traktor. Nicht diesen kleinen Rotzefind. Wir könnten auch überlegen, ob wir den Settor verkaufen. Weißt du, es kommt eh nicht mehr. Hä? Weißt du, es kommt eh nicht. Das weiß ich nicht, aber ich meine, was bringt er uns? Hm. Kriegen wir wenigstens noch 100.000 oder so. Hm. Mal gerade. Ja, mit 83 ist er angegeben. Gibt ein bisschen mehr. Alter, der hat hier alle Fahrzeuge einfach stehen lassen. Seinen komischen grünen, umlackierten Gator. Da stehe ich mal gerade in die Werkstatt, weil da gehört er hin. So. Dann komme ich noch einmal dazu zum Abtanken. Dann stelle ich die anderen Sachen noch ordentlich hin. Ich bin jetzt hier raus. Jo, dann mach's gut, gell? Wir hören uns. Bis dahin. Ciao. Ciao. So. 2-3 Minuten haben wir noch. 4-5. Schauen wir mal. Ich glaube, ich verkaufe den wirklich mal schnell. Ah ne, der Händler hat bestimmt schon zu. Hm. Ja, das ist ja sehr praktisch. Alter, dieses Kack-GPS, ey. Ich mag das nicht, ich mag das nicht. Vor allem hat er hier den kleinsten Fan mit dem fettesten Gewicht. Der kommt kaum vom Fleck. Braucht erstmal 10 Jahre, bis er loskommt. So, warte mal. Ich würde jetzt eigentlich gerne schlafen. Wir gehen mal kurz schlafen. Bis 7 Uhr sind 10 Stunden. 16.200 Euro nochmal. Das hat sich doch gelohnt. Mal wieder. So, aber dann kann ich ja mit dem Zettel mal zum Händler fahren. Da haben wir noch was anderes, was wir verkaufen möchten. Aber ich glaube nicht. Ich glaube. Das Fässchen hier können wir eigentlich verkaufen. Wie viel geht hier rein?
8000 Liter. Ins Große gehen 18 rein, also von dem her. Wir haben ja noch dieses Universal-Anhänger-Dingens, Fass. Da gehen ja 18.000 Liter Wasser rein. Dann brauchen wir nicht hier mit dem Kleinen rumgurken. Das ist die bessere Alternative. Der Händler wird aber noch zu haben, der macht glaube ich erst um 8 auf. Aber dann steht es schon mal da. So, kurz noch zur Erklärung, warum es die Pause gibt im Projekt Hof Bergmann. Es ist einfach so, ich habe 2,5 Wochen Urlaub. Die ganzen Folgen, die ihr jetzt die letzten Tage bzw. 2 Wochen gesehen habt, waren alle vorproduziert. Ich wollte einfach mal auch ein bisschen Urlaub haben, was YouTube angeht und Streaming und das ganze Geschichtchen. Und deshalb hat es leider nicht gereicht, die komplette Zeit abzudecken. Aber ich denke, wenn ihr wollt, bleibt gerne dran. Am 19. geht es dann weiter. So. Moment. Und genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis Montag. Haut rein, macht's gut. Ciao.